Servus, grüß euch und hallo, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt hier in unserer Rezepteküche auf etza.online. Heute mit Fisch in Alufolie. Ihr benötigt hierfür 750 Gramm Fisch im Ganzen ohne Gräten und Abfall oder als Filet. Das kann sein Forelle, Esche, Barsch, Fellchen, Schleie, Makrele oder Seezunge. Des Weiteren benötigt ihr Saft von einer Zitrone, Salz, 2 Bund frische Kräuter, zum Beispiel Petersilie, Dill, Salbei, Zitronenmelisse, ganz nach Geschmack und zu guter Letzt Alufolie. Kommen wir zur Zubereitung. Als erstes ein Stück Alufolie doppelt so groß schneiden, wie der Fisch groß ist. Den Fisch oder die Fischstücke säubern, trockentupfen und in die Mitte der Folie legen, mit Zitrone beträufeln und leicht salzen. Dann die Kräuter fein hacken und auf dem Fisch verstreuen. Die Folie nun an allen Seiten an den Fisch andrücken und gut verschließen. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, den Fisch zu garen. Im vorgeheizten Backofen auf dem Rost, im vorgeheizten Smoker-Grill oder in der Pfanne. Je nach Größe des Fisches dauert das Ganze 35 bis 50 Minuten bei etwa 200 Grad. Fertig!